Wohin? Wo uns die Templersache hinführt. Liam, seit wann segelt ihr ohne einen Plan? Plan oder nicht, wir wählen unser Schlachtfeld selbst. Und hey, sind wir nicht auf See zu Hause? Recht habt ihr. Setzen wir Segel. Wir haben nur eine Spur, Shay. Hoffentlich führt sie uns zu den Artefakten. Also treute Achilles euch mit der Mission? Nein, ich soll euch damit bedauern. Ihr müsst finden, was Makondal gestohlen wurde, Shay. Findet die Vollläufer-Schatulle und das Manuskript. Das ist eure Mission. Und die eure? Euch zu schützen. Achilles vertraut mir nicht richtig, oder? Gebt ihm Zeit, Shay. Tut dies für ihn. Für uns. Und ihr gewinnt viel mehr als Vertrauen. Liam, wisst ihr, was Achilles da schreibt? Er ist die ganze Zeit in seinem Büro, bei seinen Papieren. Er macht Notizen und schreibt, studiert das wenige Wissen über die Edensplitter. Und korrespondiert natürlich mit Assassinen rund um die Welt.
You there! Stop! Hey, come back! You hear me? Him get away. I mean it. Ihr seid ein rechter Einfallspinsel, wenn ihr annehmt, jeder will dasselbe, was auch ihr wisst. Was soll ich machen, wenn Achilles will, dass ich mit unseren Brüdern in Europa und anderswo vertraut bin? Worte des Lieblingssohns. Connor ist mein liebster und einziger Sohn. Dann Achilles Erbe. Connor mag das Haus erben. Ihr werdet Mentor. Abwarten. Was immer ihr sagt, Prinz Regent der Assassinen. Nimm mich noch einmal so und ich werfe euch ins Meer. Goodbye, dear. All right, you.
Vertraut mir, diese Hummer sind in Frankreich eisbegehrt. Ah, der Bauernlümmel ist endlich zurück. Wurde Zeit. Wir haben eine Spur zu diesem Manuskript. Ihr werdet es nicht lesen können. Das kann niemand einfach, so Dummkopf. Deshalb brauchen die Templer ja so lange damit. Aber einer von uns hat ihre Arbeit gesehen. Ein Pirat? Ein Spion im Dienst der Braten. Wir segeln nach Anticosti. Das wird ein guter Test für diese schwimmende Müllhalde sein, die ihr Schiff nennt. Wie verlässlich sind die Piraten? Ich betrachte sie als Brüder, Chef. Die Zeit kommt, leisten sie Hilfe im Kampf gegen die Templer. Stünden die Rosbiffs doch nur, dass die Templer die Fäden ziehen. Herrschen die Templer wirklich über die Kolonien? Ganz, aber ihr Einfluss reicht sehr, sehr weit. Und der Spion, den wir treffen? Keine Sorge wegen Le Chasseur. Er ist der Bruderschaft ergeben. Zufällig hat er Freunde in der französischen und englischen Flotte und ist über die Geschehnisse in dieser Gegend besser unterrichtet, als ihr je erhofft habt. Nun, was könnt ihr mir zu Aliwale sagen? Ihr bewundert den Mann offenkundig. Ei. Ich hatte die Ehre, mit ihm zu arbeiten. Ich kenne keinen, der mehr für unsere Sache getan hat. Doch das ist nicht alles. Ich sollte ganz nah sein hier. Dort, Captain! Ein englisches Schiff! Steht vor den Schwierigkeiten! Das hört sich gut. Vielleicht sollten wir in deiner Reise behilflich sein. Uns nicht übereilen. Vielleicht hat es ja gut geladen. Erst noch ein Blick durch das Fernrohr. Seht's selbst. Hübscher Anblick. Ich glaube, das ist ein guter Tag, um in Georges Taschen zu leeren. Gebt acht. Ein paar Schüsse dürften sie lahmlegen. Zu viel und sie geht mit Mann und Maus unter. Und unserer Beute. Wir können sie kapern und plündern, bevor die Crew weiß, was es ist. Torparm und Marssegelhissen. Frachtgut von einem Wrack, Captain! Drehsegel einholen! Holt sie nieder! Raus aus dem Wind! Gib mir! Auf den großen Berg! Los hin! Topfsegel retten! Segelbergen! An die Schoten! Segelbergen! Treffen! Alles retten! Großsegel! Los geht's! Hebt dem Wind nach! Großsegelbergen, niederholen und Großsegel setzen! Dieser verdammte Ram- und Mastsegel festzum! Anker! Alle Mann, auf ihre Posten! Öffnet die Hauptsegel! Zeigen wir es Ihnen, Captain!
Na los, Männer. Heute ist unser. Für die Morrigan. Das Meer von hier bis an die Kosti ist drauf, Captain. Wir müssen die Morrigan verstärken, bevor es untergeht. In der Nähe gibt es einen Hafenmeister. Bei ihm können wir kaufen, was wir brauchen. Ich wusste gar nichts von einer Bruderschaft Haiti. Ja. François Macondale ist ihr Mentor. Er rekrutiert viele Assassinen von den Maroons. Das sind der Lohn des Sklaven und ihre Kinder, richtig? Genau. Welch Schande geschehen. Sie entkam einem Hafenlohn. Aber Haiti ist doch französisch, nicht? Ah, ist es. Und hier helfen die Assassinen König Ludwig. Aber auf Haiti halten die Franzosen die Sklaven, welche die Assassinen befreien. Kampf übersteigt politische Grenzen, Shay. Anticosti ist nicht mehr fern. Haltet uns auf Kurs. Ein kleines Fischerdorf. Das der Ort? Ich sehe nicht als Fischer und Netze. Ei, Versee und Fischfang gehen Hand in Hand. Aber für unsere Zwecke wird es reichen. Zuerst fischen die Franzosen, die aber König George beansprucht Jahr für Jahr mehr. Die Bewohner stecken mittendrin. Anker los! Wie kann ich zu Diensten sein?
Vielen Dank für euer Vertrauen, Captain. Ich habe das noch nie zu jemandem gesagt, aber ich verdanke euch mein Leben. Dépêche de valider ma mutation à Saint-Domingue. Pourquoi diantre veux-tu aller là-bas? Mon cousin possédait une plantation.
serait bien qu'il se dépêche de valider ma mutation à Saint-Domingue. Il est mort dans le séisme. Je dois lire. Swan, prépare-toi à payer pour tes crimes. Je l'ai visé. Chasseur erwartet uns. Das Meer von hier bis an Kosti ist rau, Captain. Aber die Morrigan scheint es zu schaffen. Schiff ahoi! Da kommen die Fischer von Perse. Patrouilliert in diesem Gewässer. Fahrtschiffe! Sie versenken die Fischerboote. Glauben, die Fischerboote wären in ihr Gewässer. Feiglinge müssen zahlen. Und was ist mit denen? Sie versperren uns den Weg nach Antikosti. Was sagt ihr? Sollen wir alle versenken? Diesmal stimme ich mit euch überein, Shay. Wunder gibt's immer wieder. Ich bin der Kaiser von Rom. Ave Caesar. Salzluft, freier Himmel. Ein Mann auf dem Meer ist so frei, wie ein Mann nur sein kann. Meint ihr nicht auch, Liam? Wir sind aus wichtigem Grund hier, Shay. Denkt an die Pflicht. Was bringt einem die Freiheit, wenn ich durchatmen und sie genießen kann? Die Templer kleben wie Pech an diesem Kontinent. Ich fühle mich erst frei, wenn sie verschwunden sind. Wir sollten lieber wie Männer mit ihnen reden, statt um sie herumzuschleichen. Ich grüße. Wir kommen Gick!
Natürlich nicht. Das sind mörderische Bastarde, die die Welt und anderen beherrschen wollen. Vergesst nie. Und wir haben natürlich nichts mit ihnen gemein. Da ist es. Antikosti. Le Chasseur wird dort sein. Und mit etwas Glück weiß er, wo das Manuskript ist. Wir sind auf Antikosti angekommen. Furchtbar. Zeig mal her. Das ist kein Rum. Das ist...
I need it elsewhere. Warum hier so viele Royal Navy Schiffe sind. Weil irgendwo französische Schiffe auf dem Mann. Mein Bild feiern. Was ist mit dieser Mauer? Hat da jemand eine Kanonenkugel drauf gefeuert? Ich will keine Schweine aus dem Eis hauen. Das würde ja Jahre dauern. Yeah.
Ist richtig. Nun, Loot. Wie läuft der Pech? Seht euch das an. Ich habe mir diese Pläne von einem Schiff der Royal Navy ausgebaut. Etwas derartiges habe ich noch nie gesehen. Gut. Wir könnten stärkere Waffen gebrauchen. Le Chasseur, darf ich euch vorstellen, unser Partner, Sheikh Cormac. Gentlemen, ich habe Neuigkeiten. Auf eben jenem Schiff habe ich das gesuchte Manuskript gesehen. Es war in einer exotischen Sprache verfasst, die ich nicht kenne, mit vielen Zeichnungen, Pflanzen und Tieren, so wie in einem Opiumrausch. Gab es keine Karte, keine Pläne? Nein. Vielleicht war da eine Art Code, aber weder ich noch die Roastbeefs haben ihn gefunden. Wo ist das Manuskript jetzt? Der Mann, der es brachte, sagte, ein gewisser Washington schicke ihn. Den Namen kenne ich. Er ist ein wichtiger Templer, nicht wahr? Ist er. Lawrence Washington hat große Ziele, bei denen ihm die Templer helfen. Shay, wir werden ihn suchen. Euch, Sir, gilt unser Dank.